Wir beginnen mit dem Warm-up und kommen dazu in den World's Best Stretch. Ist einfach echt eine extrem geile Übung, weil wir so viel, so mehrgelenkig hier arbeiten können. Hintere Beine ist gestreckt, Hüfte zieht runter, Unterschenkel ist neben dem Oberarm aufgestellt. Ihr versucht euch einmal tief abzusenken. Merkt eure Verkürzungen von eurem Homeoffice oder von eurem Langstreckenflug. Zieht den Ellenbogen runter zu den Füßen und dreht den Arm schön auf. Ausatmen hierbei. Noch dreimal. Anderes Bein. Hüfte schön tief. Dann holt ihr euer hinteres Bein nach vorne und wir werden jetzt was Witziges machen. Und zwar möchte ich, dass ihr in die ganz, ganz tiefe Russenhocke reingeht. Bei der Russenhocke kann der Rücken ruhig rund sein, es ist keine Kniebeuge, wo ihr aufrecht sein müsst. Lasst euch vorsichtig runter auf den Po, macht hier eine schöne Rolle, siehst du mich noch? Und kommt wieder hoch. Davon machen wir auch noch 10 Stück. Tief runterlassen, möglichst nicht plumpsen lassen. Zack, Rolle und hoch. Das kann man auch im Bett machen, falls irgendwie der Boden richtig hart ist oder im Sand. Mit schön viel Schwung, falls es bei den ersten Malen nicht klappt oder auch einbeinig. Geht das auch? Ich mit meinem einbeinigen Kram immer, ja. Einmal noch, ne? Zweimal. Irgendwann erkläre ich euch auf jeden Fall, warum ich immer so gerne einbeinige Sachen mache. Das hat etwas mit der Hüftstabilität zu tun. Auch ein Thema, was bestimmt dem einen oder anderen mal gefallen würde, darüber was zu erfahren. Warm-up ist das schon abgeschlossen. Wir beginnen sofort mit unserem Training. Es geht los. Ich mache immer 20. Ich glaube, 20 ist eine gute Zahl. Also, auf die Plätze, fertig, los, 20 Kniebeugen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Jumping Jacks. Das kann lange dauern, ne? Schön, wenn man schon so lange Sport macht, ne? Oh, kann ich niemandem die Verantwortung zuschieben, bei ich selber. Kacke. Okay, außer Dritte. Okay, ich hab's schon gewollt. 1, 2, 3,
falls ihr merkt, dass ihr immer kleiner werdet bei den Glute Bridges, bei den Ausfallschritten, nimmt mal die Hände in deinen Kopf. Das sind die gefangenen Ausfallschritte, dadurch bleibt man aufrechter und rundet sich nicht so ein mit der Zeit. Okay, erste Runde abgeschlossen. Eins. Ich wäre auch lieber am Strand. Eins. Ich bin mal hier kreativ, ich mache mal einbeinige. Deckenleuchten habe, sonst würde ich die mir hier abschlagen. Kein Mensch braucht Deckenleuchten. Ihr könnt auch übrigens mal so machen. Oder was ganz Verrücktes. Oh, das fühlt mich voll durcheinander. Oh, ich kann nicht mehr zählen. Ach, witzig, ne? Wie das Gehirn auf einmal so abgeschaltet ist und man auf einmal völlig aus der Bahn geworfen wird. Okay, das war jetzt 20. Die beiden. Ich habe übrigens gerade nachgerechnet, ich muss 9 Runden machen. Ulala. Sieben, acht, neun, zehn.
nach unten. Okay, Kniebein. Mal die andere Richtung, mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die Landes vergessen. Oh shit. Nicht gut. Gar nicht gut. Würde aber auch genau passen. 720 hättest du mit 9 Runden. So sind es genau 700. Okay, das hole ich jetzt alles nach. Versprochen. Eins. Scheiße sein, das Workout, okay? Das ist in Ordnung. Workouts sind nicht dafür da, dass es super toll und alles harmonisch ist und easy. Das darf einfach richtig kacke sein. Weil wenn ihr euch da durchbeißt, wenn ihr dann fertig seid, dann seid ihr richtig stolz auf euch und denkt so, ja Mann, ich bin im Urlaub und habe dieses scheiß Workout von dieser Janine von Look Good Naked gemacht und fühle mich einfach nur Look Good Naked halt, ne? Achtung, ich mach wieder Ausfallschritte. Pausen sind übrigens überbewertet. Beim Körpergewichtstraining werden die Pausen oftmals ziemlich eingekürzt und viele Übungen hintereinander gemacht, weil wir nicht die Chance haben, mit externem Gewicht zu trainieren. Und wir trainieren oftmals die Kraftausdauer, das heißt die Fähigkeit eines Muskels zu arbeiten. Und da sind immer viele Wiederholungen, wenig Pause. Und von daher kann man ziemlich viel durchballern. Mhm.
Sack. Gut. 10. Oh Gott, mir läuft die Suppe runter. Ich werde schon ganz wackelig. 16, 17, 18, 19, 20. Schritt runter. Puh, nur noch 4. Nicht mehr lange.
Dann haben wir es geschafft. Schön durchhalten, Leute. Kommt. Wir haben uns am Anfang dazu entschieden, das ziehen wir jetzt auch gemeinsam hier mal durch. Danach geht's an den Strand oder wo auch immer ihr seid. Schickt uns Bilder und Fotos und Kommentare. Alles, was euch auf dem Herzen liegt. Ihr seid immer willkommen. Joe schon gesagt hat, Joe's Hometown, das hier ist wirklich real life. Das ist nicht gefaked, das ist wirklich, wie es ist beim Sport. Niemand sieht tipptopp aus und am Ende noch so aus wie vorher. Ihr wisst das alle, am Ende sieht man nicht aus wie vorher. Und das ist einfach so, wie es wirklich ist. Mir rinnt der Schweiß runter. Ich habe mich extra nicht geschminkt, aber es interessiert hier auch keiner. Okay, außer Schritte. Nicht mit den Knie auf Tisch, das tut weh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, zwei Runden. Ja! Auf zweibeinig um. Hilf mir! Bitte hilf mir! Ich kann nicht mehr. Ai. Das ist echt eine Arschkombi, die ich hier gewählt habe. Tut mir leid, falls das jemand auch gemacht hat. Aber vielleicht seid ihr schon draußen und müsst gar nicht 700 machen, sondern vielleicht nur 500. Oh,
500 wären schön. Aber was ist, wenn jemand jetzt schon 10 Jahre Kraftsport macht? Dann hält er das wohl auch aus. Ist doch geil. Noch schön tief runtergehen. Noch mitmacht, nur um mit dabei zu sein. Ihr seid so cool. Ihr seid die Besten. Wenn wir könnten, würden wir euch auch die ganze Zeit Daumen hoch geben und zurückkommentieren. Folgt ihr uns eigentlich schon auf Instagram? Würde uns tierisch freuen, wenn ihr unsere Storys posten würdet. Oder euch irgendwie erkenntlich zeigt, dass ihr mit uns trainiert. Wir posten auch bestimmt zurück. Versprochen. Genießt, das ist das letzte Mal. 17, 18, 19, 20. Ich glaube, ich muss noch einmal springen, ne? Ah! Okay. Ich kann euch nur empfehlen, vielleicht kommt dieser Abschnitt auch noch vor das Video, ich weiß es nicht. Kann euch nur empfehlen, vorher euch eine Struktur zu überlegen, wie ihr das aufteilen wollt, weil es sonst echt schwierig ist, das sich im Kopf beizubehalten. Wir haben halt abgestrichelt, wenn eine Runde durch ist. Und haben die Jumping Jacks mit dazu gezählt, weil es einfach sonst unfassbar Todesmörder geworden wäre. Findet eure Struktur. Ich wünsche euch super, super viel Spaß bei diesem Workout. Nicht vergessen, das ist das erste Workout, was ihr im Urlaub macht und gegebenenfalls das letzte oder es routiniert jede Woche einmal durch. Und jetzt, wenn ich meinen Atem gleich wieder gefunden habe, zeige ich euch noch, was ihr noch zwischendurch machen könnt. Ich würde vorschlagen, ihr macht jeden zweiten Tag oder jeden Tag, wie ihr lustig seid, 3 Tabatas. Und da bei den Tabatas gibt es halt verschiedene Methoden, ob 40 Sekunden Arbeit, 20 Sekunden Pause. Ich finde 20 Sekunden Arbeit und 10 Sekunden Pause richtig, richtig geil. Und da ganz wichtig, keine Isolationsübung. Also das macht mit einem Bizeps-Curl einfach keinen Sinn, Leute. Ja? Es gibt gewisse Übungen, die dafür super prädestiniert sind, die man echt toll einbinden kann. Das sind vor allem mehrgelenkige Übungen wie Ausfallschritte, Kniebeugen, Liegestütze, Dips, Klimmzüge, ranrudern. Wer Gewichte hat, kann sie so ranrudern. Ihr könnt Manmakers machen, ihr könnt Walking Planks machen, ihr könnt Mountain Climber machen. Ihr könnt, finde ich geil, mache ich viel zu selten, kommt bestimmt wieder jetzt öfters drin vor, jetzt wo ich es gleich machen werde, Stretch Jumps machen. Ihr könnt auf dem Boden krabbeln, aber schaut wirklich, dass ihr nicht nur einen Muskel trainiert oder ein Gelenk, sondern immer eine komplexe Bewegung machen. Grundübungen, wer kann, macht es mit Klimmzügen oder der andere holt seine Partnerin von unten nach oben. Keine Ahnung, lasst euch irgendwas einfallen, aber bloß keine Isolationsübungen, irgendwelche
irgendwelchen Minikram. Nach dem ersten Tabata 2 Minuten Pause, dann folgt das zweite und das dritte. Je nachdem, wo ihr dann euren Fokus habt, Männer vielleicht mehr Oberkörper, Core, Frauen mehr Booty und Beine. Macht ihr 2 für den Oberkörper, 1 für den Unterkörper oder 2 für den Unterkörper, 1 für den Oberkörper. Seid kreativ, seid lustig, lasst uns wissen, was ihr gemacht habt. Meine Empfehlung an die Ladies, Squat Jumps. Schön breit, Sumo Stand, also Sumo bedeutet immer breit. Ich mache Semi-Sumo, ganz richtig Sumo geht es hier nicht. Immer schön hoch, immer schön einmal die Beine strecken, ein bisschen die Zehchen und gar nicht so tief runter. Meine Empfehlung. Männer, Liegestütze, auch immer gut und ja, super viel Spaß und viel Freude dabei. Schickt uns einen Daumen hoch, einen Kommentar und bis zur neuen Folge von Übungen zu Hause.